Hey, herzlich willkommen zurück. Wir waren in einem meiner letzten Streams bereits auf dem PTR unterwegs und haben uns die ersten Eindrücke von Patch 10.2 organisiert. Und mir ist dabei eine Sache aufgefallen, die vielleicht jetzt schon für den einen oder anderen interessant sein könnte. Nun, wie ihr wisst, wird mit Patch 10.2, genau wie in allen anderen Patches zuvor, eben eine neue Fraktion mit ins Spiel eingeführt, die natürlich für den aktuellen Content erstmal wichtig wird. Denn wie ihr bereits wisst, mit 10.2 können wir auf den Dracheninseln unsere alten Mounts benutzen und das altmodische Fliegen, so wie wir es kennen, wird ebenfalls freigeschaltet. Was aber unter anderem dazu notwendig ist, ist, dass sämtliche Fraktionen auf der höchsten Rufstufe sind und ich gehe jetzt einfach mal stark davon aus, dass die neue Fraktion ebenfalls dazu zählen wird. Wie das jetzt für uns persönlich interessant wird, nun ja, es ist das gleiche wie immer. Wie auf dem PTR selbst gibt es schon ein System, wo noch nicht hundertprozentig klar ist, wofür es ist. Jedoch erinnert es ein klein wenig an die Abgabequest der Niffen, die wir bereits kannten, wo ihr jede Woche gewisse Materialien oder hergestellte Items gegen die Brocken eintauschen könnt und nebenbei auch noch Ruf für die neue Fraktion bekommt. Das neue System jetzt ist so ähnlich und erinnert tatsächlich aber auch ein bisschen an die alten Abgabequests aus Battle for Azeroth, wenn ihr euch noch daran erinnert. Dort gab es ja damals bei den Warfronts dieses Abgabesystem, wo ihr Weekly-Aufgaben bekommen habt, im Sinne von bring mir mal 50 Fisch oder bring mir mal so und so viele Flaggen oder Verzauberungen, generell etwas in diese Richtung. Bei dieser neuen Fraktion gibt es das ebenfalls, aber das System lässt einem dieses Mal sehr, sehr viel Freiraum dafür, was man sich holen kann oder nicht. Im Prinzip sind diese beiden NPCs ja relativ interessant. Das ist einmal diese Eranda, das ist die Vorratslieferantin, die euch im Prinzip zwei Quests bietet. Die erste Quest selbst verlangt von euch, dass ihr, das ist quasi um das System einmal zu erklären, damit ihr mitbekommt, wie das Ganze funktioniert, dass ihr eine Warenlieferung mit Warschnur im Zentrallager verpackt und halt eben als Quest abgibt. Und dafür bekommt ihr mysteriöse Samen, andere Samen, die ihr dann später bei diesem Superbloom-Event verwenden könnt. Darauf kommen wir in einem anderen Video gegebenenfalls nochmal zu sprechen. Was aber auch sehr interessant ist, ihr bekommt Ruf für die neue Fraktion. Also Kurzform, ihr tauscht Handwerksmaterialien aus Dragonflight gegen Ruf bei der neuen Fraktion ein. Und wie das halt immer so ist bei neuen Patches, wollt ihr die neue Fraktion möglichst schnell auf einer höheren Rufstufe haben. Das Ganze wird bei diesem NPC hier, das ist Warschnur, die Eule, die gewährt euch das Ganze. Und wenn ihr diesen NPC anklickt, bekommt ihr quasi ein ganzes System mit haufenweise Auswahlmöglichkeiten und kurzen Erklärungen dafür, was gebraucht wird. Wenn wir uns hier zum Beispiel mal die Tierhautlieferung ansehen, im Prinzip steht hier nur, Tierhäute helfen, die Haltbarkeit unserer Leder- und Kettenrüstungen zu verbessern. Bitte bringt 25 dichte Bälge oder schimmernde Schuppenbälge sowie diverse andere Tiermaterialien. Und wir haben jetzt hier als Abgabemöglichkeit die Items auszuwählen, die jetzt hier mir natürlich nicht angezeigt werden, weil ich sie nicht habe, in Kombination mit 20 feuererfüllten Bergen und 10 makellosen Forkinhorn. Alles andere ist ebenfalls aufgelistet. Es geht quasi um fast alle möglichen Handwerksmaterialien aus Dragonflight. Bei der Edelsteinlieferung zum Beispiel habt ihr die Möglichkeit, die verschiedensten Edelsteine in Kombination mit seidigem Juwelenstaub abzugeben. Wir haben hier eine Karsgorit-Lieferung, wo dann höchstwahrscheinlich Karsgorit-Erze abgegeben werden, in Kombination mit erweckter Erde und erwecktem Feuer. Die Hochblumenlieferung zum Beispiel hier ist ebenfalls schon hinterlegt. Hier können wir ebenfalls sehen, was auch sehr, sehr interessant ist, dass es anscheinend keine Rolle zu spielen scheint, welche Qualität dieser Items man abgibt. Ihr könnt Hochblume 1, Hochblume 2 oder Hochblume Rang 3 abgeben. Ihr benötigt aber gleich 200 Stück davon. Bedeutet, für diese Abgabequest benötigt ihr 200 Hochblumen, egal welcher Qualität, in Kombination mit 3 erwecktem Frost und 3 erweckter Luft. Was ich an sich gar nicht mal so verkehrt finde, denn diese Items werden, sobald die Fraktion für alle Spieler freigeschaltet ist und die dann zum Beispiel den Ruf relativ hoch haben wollen, sie werden diese Items höchstwahrscheinlich nicht selbst farmen, sondern aufgrund der verhältnismäßig geringen Preise, die wir ja aktuell haben, sie einfach aus dem Auktionshaus kaufen. Da kommt ihr natürlich ins Spiel. Für euch persönlich ist wichtig, dass ihr euch die Items jetzt quasi schon einmal beiseite legt und sie gegebenenfalls dann verkauft, wenn der Preis aufgrund der erhöhten Nachfrage deutlich in die Höhe gegangen ist oder zumindest teilweise in die Höhe gegangen ist. Beziehungsweise ihr schafft euch jetzt bei den noch sehr, sehr günstigen Einkaufspreisen schon mal einen Puffer,
um in den nächsten Wochen und Monaten vielleicht die Items schon mal auf der Seite zu haben, wenn ihr sie für diese Abgabequest benötigt. Was jetzt noch zum jetzigen Zeitpunkt nicht klar ist, wie oft ihr das machen könnt. Das Einzige, wo wir bereits einen Hinweis haben, ist, dass wir maximal 5 dieser Lieferungen aktuell tragen können. Ich hatte hier in den letzten Tagen schon mal eine hergestellt. Sie sind grundsätzlich limitiert auf 5. Und im Prinzip können wir das Ganze dann einfach abgeben. Und erhalten dann dafür eben diese Items selbst. Wir bekommen hier Traumwächterruf, diesen Mysterious Seed und Plump Dream Seed. Wir haben verhältnismäßig wenig Ruf bekommen, gerade mal 2. Das kann auch tatsächlich an der Einführungsquest hier liegen. Aber alles in allem, es ist immer noch PTR. Es kann sich grundsätzlich immer noch alles ändern. Und ich gehe stark davon aus, dass die Rufbelohnungen hier auch noch nicht zu 100% hinterlegt sind. Zu den Items selbst, die benötigt werden. Wir haben hier grundsätzlich, was wird hier stehen? 200 Stück widerstandsfähiges Leder. Ebenfalls, die Anzeigen hier funktionieren anscheinend noch nicht 100%ig richtig, aber es geht um Adamantschuppen. Ebenfalls völlig egal, welche Qualität in Kombination oder Leder. Ebenfalls, was ich halt auch sehr, sehr interessant finde. Tut mir leid, wenn ich mich hier jetzt gerade ein bisschen verhaspel. Ich nehme das hier gerade so ein bisschen on the fly auf. Grundsätzlich ist es ja so, dass so oder so die Spieler immer nur Rang 3 Materialien wollen, eben um bei ihren Crafts oder sonst irgendwas immer die höchstmögliche Qualität rauszunehmen. Das ist ja etwas, was ich tatsächlich schon früher an Dragonfly bemängelt habe, dass eigentlich Rang 1 und Rang 2 Materialien so ziemlich sinnlos sind. Jedoch ist das auch für neue Chars, beziehungsweise wenn ihr jetzt zum Beispiel Sammelberufe gerade frisch anfangt zu leveln und nur Rang 1 Materialien bekommt, ist das ebenfalls relativ interessant. Denn wenn jetzt beispielsweise die Rang 2 Schuppen aufgrund der enormen Masse im Auktionshaus einfach deutlich günstiger sind als Rang 1 oder Rang 3 Schuppen, wird sich, wenn dieses System von extrem vielen Spielern EU-weit genutzt wird, was es ja höchstwahrscheinlich wird, der Preis der Items wird sich höchstwahrscheinlich bald angleichen. Das bedeutet, es besteht eine sehr, sehr gute Möglichkeit, dass zum Beispiel Adamantschuppen Rang 2 bald genauso teuer werden wie Adamantschuppen Rang 3 oder gefühlsweise wie die Rang 1 Dinger. Ich wüsste jetzt nicht. Also laut der Logik, wie ich gerade denke, müssten sich eigentlich dann die Rang 1 bis Rang 3 Materialien relativ gut anpassen. Denn sonst würden die Leute ja spezifisch nur auf Schuppe 2, zum Beispiel für diese Abgabenquests gehen. Auf jeden Fall muss das Ganze hier mit makellosen Protodrachenschuppen und Kristallrückenfell kombiniert werden. Hier wäre es beispielsweise 25 dichte Bälge in Kombination mit feuererfülltem Balk und den makellosen Forkin-Hörnern. Was haben wir hier? Juwelenstaub, das hatten wir schon. In Kombination bringt uns bitte 50 seltene Edelsteine und etwas seidigen Juwelenstaub. Okay. Hier benötigen wir 25 Karsgorit-Erze in Kombination mit erweckter Erde und erwecktem Feuer. Hier haben wir Hochblumen mit erwecktem Frost und erweckter Luft. Bei der Schwertfischlieferung sind es die Inselfinnen-Schwertfische. Herzlichen Glückwunsch, das sind die verhältnismäßig am schlechtesten zu bekommenden Fische aus Dragonflight. In Kombination mit grobem Steinsalz und diversen exotischen Gewürzen, beides Items, die mit Kochkunst hergestellt werden können. Nun gut, also das ist im Prinzip das, was ich euch eigentlich nur kurz zeigen wollte. Diese Items, über die wir jetzt quasi gesprochen haben, sind teilweise aktuell noch sehr, sehr günstig im Auktionshaus. Was ich auch interessant finde, weil beim das erste Mal, als wir hier nachgeschaut hatten, waren auch noch Sachen wie Fleischlieferungen und so weiter ebenfalls noch dabei. Das scheint jetzt aktuell nicht mehr vorhanden zu sein. Oder es wechselt tatsächlich im wöchentlichen Takt durch. Denn ich müsste nochmal in die Streamaufnahme schauen. Da waren andere Items hinterlegt, wie Muschelfleisch und vielleicht Fleisch und was weiß ich nicht. Also es kann sein, dass diese Items hier auf wöchentlicher Basis wechseln. Ich versuche das ein bisschen im Auge zu behalten und schreibe die Items mal nebenfalls mit und poste das dann gegebenenfalls im Discord. Wenn ihr dort also noch nicht seid, möchte ich euch recht herzlich in die Discord-Community einladen. Dort werden solche Infos dann ebenfalls rumgegeben. Nun gut, aber wie gesagt, darauf wollte ich nur kurz hinweisen, dass ihr euch die Items vielleicht schon mal vorab beiseite packt. Nun gut, soviel von mir. Ich möchte mich recht herzlich bedanken, dass ihr es wieder einmal bis zu dieser Stelle ausgehalten habt. Und ich persönlich würde sagen, ich melde mich wieder, wenn ich etwas Neues für euch habe. Wir sehen bzw. hören uns. Bis dann.